Hallo, ich spreche heute mit unserem Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, weil Dirk Behrendt am Samstag bei der Wir haben es satt-Demo sprechen wird und ich wollte mit ihm ein bisschen über diese Demo sprechen. Wie gesagt, Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Was verschlägt dich zur Wir haben es satt-Demo? Ich bin auch für Agrar zuständig in Berlin. Wir haben ja einige agrarische Betriebe, ein paar Tierhaltungen in den Außenbezirken, auch im Anbau. Pferdehaltung spielt eine große Rolle und von daher bin ich auch für Agrar zuständig. Ich werde auch am Rande der Grünen Woche in der Agrarministerkonferenz teilnehmen, mit den Kollegen streiten über eine Wende in der Landwirtschaftspolitik. Und wir haben in Berlin einen großen Verbrauchermarkt. Viele fragen sich, wo kommen unsere Lebensmittel her? Ist die Art und Weise, wie wir sie produzieren, richtig? Ist das zukunftstauglich oder wollen wir da was anderes? Und gerade bei der Massentierhaltung erlebe ich eine hohe Sensibilität von Berlinerinnen und Berlinern, dass sie da nicht mehr bereit sind, das mitzutragen und wissen wollen, wie ihr Fleisch produziert wird. Dafür setze ich mich ein und darum geht es ja auf der Demo auch. Super, das heißt, auch wenn wir als Berlin kein Agrarland sind, ist für uns Verbraucherschutz und die Haltung von Tieren sehr, sehr wichtig. Hast du denn in dem letzten Jahr, was wir jetzt hier in Berlin schon regieren, denn auch schon was erreicht für mehr Verbraucherschutz, für mehr Tierwohl? Also die Agrarpolitik ist ja sehr stark europäisch geprägt, sehr stark vom Bund geprägt. Da haben wir als Länder nicht so wahnsinnig viele Einflussnahmemöglichkeiten. Ich habe aber berufen eine hauptamtliche Tierschutzbeauftragte, die sich um alle Tiere in Berlin kümmert, also von Hunden angefangen bis zu den Rindern und Schweinen und Schafen, die wir in Berlin haben. Und zum anderen habe ich im Senat durchgesetzt, dass wir die Regelungen zur bundesdeutschen Schweinehaltung, also die Regelungen, wie groß sind die Ställe, wie sind die Schweine zu halten, Stichwort Kassenstandhaltung, Streu, Beleuchtung, Ernährung, Platz überprüfen lassen vom Bundesverfassungsgericht, weil ich überzeugt bin, dass die Regelungen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen und so nicht mehr weitergehen. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz da, Dirk. Wir sind alle sehr gespannt auf deine Rede am Samstag, was du dazu sagen haben wirst. Ich glaube, da können wir alle gemeinsam nochmal deutlich machen, dass so wie Agrartiere oder Agrarindustrie zurzeit funktioniert, es nicht weiter funktionieren kann. Deswegen für mehr Verbraucherschutz, für eine bessere Landwirtschaft am Samstag ab 11 Uhr am Washingtonplatz und wir würden uns freuen, wenn ganz, ganz viele von euch dazukommen. So ist es.